Yo, was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hearts of Stone, das Witcher 3 Add-on. Und ja, wer Part 2 gesehen hat, der weiß, dass ich schon übelst am Fluchen und am Abkotzen war, was da für Gegner auf mich zugekommen sind. Das war nicht mehr feierlich. Und ich hoffe, das Ganze lockert sich jetzt so ein bisschen, weil sonst muss ich mich echt wieder skillen. Und was ich ja natürlich sowieso mache, aber ich meine, das Ganze ist hier schon in dem Add-on ist schon anstrengender, anspruchsvoller als in dem Hauptspiel. Okay, scheiß drauf, wir machen wie gehabt mal weiter. So, triff dich um Mitternacht an der Kreuzung unter den Weiden mit dem Spiegelmeister. Aber nur mit Plötze. Sonst traue ich mich nicht. Sonst traue ich mich nicht. Schöne Gegend hier übrigens. Ich weiß gar nicht, wo ich hier gerade stecke auf der Map. Kenne ich das Territorium schon? Nein. Das ist noch... Ja genau, das war damals gesperrt. Das wusste ich noch. Da wollte ich nämlich zu dem Boot hier. Irgendwie konnte ich da nicht hin, weil da eine unsichtbare Wand war. Geil. Und jetzt sind wir halt hier. Richtig nice. Richtig nice. Oh, Ertrunkene am Start. Aber die ignorieren wir mal. Scheiß auf die. Wobei, ich wollte gerade sagen, lass mal in dem Haus abchecken, ob da irgendwas geht an Schätzen. Das erklärt auch, warum hier so viele Ertrunkene rumhüpfen. Und ich glaube, mir bleibt keine andere Wahl. Ich will den Schatz haben. Hey, übrigens, was geht eigentlich mit meiner Rüstung ab? Habe ich die jetzt noch? Ajo, natürlich. Ich habe sie nicht mal angezogen. Was geht ab, ey? So, dann haben wir hier noch das Bärenstahlschwert. Ups, hier halt. Das hier war mein Silberschwert, genau. So, sehr schön. Die Tunika. Gott! Nein, bitte nicht. Ich will meine Bärenrüstung, die sieht einfach geiler aus. Und das hier. Das soll besser als meine Bärenrüstung sein. Junge, Junge. Hexenjägerrüstung. Okay, komm. Scheiß drauf. So, wo sind meine Handschuhe? Neue Musik am Start auf jeden Fall. So, kommt her, Freunde. Jetzt hau halt nicht immer ab, Mann. Boah, wie sie mich bearbeiten zu zweit. Alter, ich hab die Schnauze voll von euch langsam. Anstrengende Pisser, ey. So, der Schatz dürfte dann wohl unten sein, ja. Verschmutzter Brief. Oh, da fällt mir ein, Brief habe ich auch letztens bekommen, kurz bevor ich den Part beendet hatte, Part 2, meine ich. Checkt man das mal kurz ab, es sind wahrscheinlich auch irgendwelche Missionen. Schauen wir mal. Ja, stopp. Hier war's. Das ist mein Geleitbrief. Ja, das war's nicht. Vielleicht dann hier hinten bei den Büchern. Yes. Aha. Interesting. Alles mal annehmen hier. Werden bestimmt ein paar Quests dabei sein. So. Nein, keine Quest dabei. Okay. Dann halt nicht. Jetzt aber. Schwerthunger und Niedertracht.
Lesen wir den Brief. Ja. Kein Bock, das jetzt vorzulesen, was geht. Oder, Andreas, soll ich das tun? Soll ich künftig alle Briefe vorlesen? Ach was, ist doch langweilig, Mann. Ich hasse so Let's Player, die jeden scheiß Brief durchlesen. Also, ich weiß nicht. Gehört ja auf der einen Seite zum Spiel dazu und so, aber irgendwie auf der anderen Seite ist es doch total langweilig, oder? Schneller. Vielleicht bin ich da eine Ausnahme, man weiß es nicht. Mich nervt es auf jeden Fall. So, noch 320 Meter von uns. An der nächsten Kreuzung bitte rechts ab. Chateau Sarrazin. Verstehe. Stürmisch unterwegs hier alles. Nein! Nein! Ich will nichts kaufen. Ich will keine gebrauchten Uhren. Oder Sonnenbrillen. Kein Bedarf. Yeah, come on. Aha. Yeah. Yeah. Give it to me. Yeah. 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 Aha. kleine Untermalung von dem Beat oder so ähnlich. Jetzt hier Mitternacht warten, hieß es. Nein, stopp. So. Oh oh. Alter. Ich wusste, dass du kommen würdest. Bist du Wahrsager? Wer ich bin, tut nichts zur Sache. Ich habe deine Flucht ermöglicht, dir geholfen, Yennefer zu finden. Du hast das Gefühl, in meiner Schuld zu stehen. Tue ich aber nicht. Dein Andenken ist eine höchst wirksame Erinnerung. Das ist sein Zweck. Es ist doch wirklich seltsam, dass noch die verkommensten Schurken sich bemüßigt fühlen, Schulden dieser Art zu tilgen. Menschen, Elfen, Zwerge, alle Völker. Das musst du mir erklären. Eines Tages. Aber zurück ins Hier und Jetzt. Sag mir, wie du mit den Ophiri fertig geworden bist. Du erscheinst aus dem Nichts, löst dich in Luft auf, beschwörst einen Sturm, bist wohl Magier. Oh nein, ich kann Zauber nicht leiden. Dieser kindische Hokuspokus ist völlig uninteressant. Die wahren Märchen faszinieren mich, die echten Leben. Wie das folgende. Es handelt von einem üblen Kerl. Vulgär, abscheulich, mit einem Herzen aus Stein. Einem Mann, der seine Schulden nicht zahlt. Und das soll mich interessieren? Wieso? Er hat auch dich betrogen. Sein Name ist Olgierd von Evereck. Ja, kenn ich. Woher weißt du, dass wir uns begegnet sind und ich nicht gerade begeistert von ihm bin? Bitte, Geralt. Ich wusste, dass die Ophiri dich gefangen haben. Da hätte ich nicht wissen sollen, warum. Olgierd von Evereck hat intrigiert, um dich dazu zu bringen, einen Mann zu töten, den man hätte heilen können. Das hätte dich den Kopf gekostet, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Und weißt du, warum er das getan hat? Weil er ein degeneriertes Monster in Menschengestalt ist, das sich von Schmerz und Leid anderer nährt. Es ist klar, dass du ihn nicht magst. Was hat er dir getan? Wir hatten einen Pakt. Einen Pakt, unter dem ich meine Talente und Verbindungen spielen ließ, um ihm zu verschaffen, was er begehrte. Und nun, da Zahltag ist, drückt er sich vor seiner Verpflichtung.
Ich soll deine Schulden eintreiben? Ich bin kein dingbarer Schläger. Einen Schläger brauche ich auch nicht. Ich brauche eine intelligente, gerissene und risikobereite Person. Jemanden wie dich. Die reinste Schmeichelei. Was sonst? Schließlich bin ich ein reisender Kaufmann. Aber täusch dich nicht. Ich habe viele interessante Dinge anzubieten. Dinge wie? Überfluss und Fülle für Körper und Seele. Dir wird es weder an Essen noch an Trinken mangeln. Als Hexer gefallen dir sicherlich erstklassige Waffen. Das alles kann ich dir bieten. Dein Körper, so flink wie nie zuvor. Dein Geist, schneller als der Blitz. Romantisches Talent, um allen Frauen zu schmeicheln. Aber vor allem biete ich wahres Abenteuer. Ein Erlebnis wie kein anderes. Das Schicksal weniger Auserwählter. Das klingt großzügig. Und das alles für meine Hilfe bei einer kleinen Sache? Du willst wirklich nichts anderes von mir? Nur eine Sache. Ehrlich. Und du? Du bist doch ein Mann der vielen Talente. Kannst du das nicht selber lösen? Da liegt der Hase im Pfeffer. Dem Pakt nach darf ich meine Schuld erst eintreiben, wenn ich von Everick 3 Wünsche erfüllt habe. Doch ich kann sie nicht selbst erfüllen. Ich brauche einen... wie soll ich sagen? Einen Stellvertreter. Du brauchst einen Laufburschen. Ich brauche einen Verbündeten. Und irgendwas sagt mir, dass du die beste Wahl bist. Was erwartest du von mir? Für den Anfang begleitest du mich auf einen Besuch bei von Everick. Dann improvisieren wir. Ich glaube allerdings, dass es gut ausgehen wird. Sobald dies der Fall ist, treffen wir uns und danken einander für die gemeinsame Reise. Gut, kommen wir zu den Details. Hatte Olgierd nicht 3 Wünsche oder Forderungen frei? In der Tat. Er darf 3erlei von uns verlangen. Doch wissen wir erst, was das sein wird, wenn wir ihn treffen. Tut mir leid, du musst dir einen anderen suchen. Ich werde dir nicht helfen. Überstürze deine Entscheidung nicht. Olgierd von Everick ist ein übler Zeitgenosse. Geh zu ihm und sieh selbst. Und was sehe ich dann? Was du sehen musst. Du wirst deine Meinung ändern. Das verspreche ich dir. Außerdem werde ich, wenn du mir hilfst, das unschmeichelhafte Mahl entfernen. Ganz zu schweigen von den anderen Belohnungen, die dich erwarten. Geh. Ich komme später nach. Komischer Typ, echt. Ja, schauen wir doch mal. Vielleicht entdecken wir das wahre Gesicht von diesem Olgierd. Mal sehen, was für eine Persönlichkeit es eigentlich ist. Wenn es stimmt, was der Kollege hier mir so erzählt. Ich bin gespannt. Ich weiß es nicht, was passieren wird. Schauen wir mal. Schnellreise. Lass uns doch schnell reisen. Und zwar Richtung Garin-Anwesen. Oh, was geht? Die Hütte brennt. Die Hütte brennt. Was los hier? Was geht denn hier ab, Alter? Na, sieh mal einer an. Der Hexer mit den Fäusten aus Stahl. Was gibt's Neues? Du hast da was in der Visage. Dort, sind das Ophiri-Pocken? Kann man sagen. Das Anwesen brennt. Schon bemerkt? Das da? Ach ja, man kennt das ja, all das Tanzen und Trinken. Wir sind ein bisschen außer Rand und Band geraten, um ehrlich zu sein. Offenkundig. Wo ist Olgierd? Wenn ich das wüsste. Irgendwo hier. Nein! Bitte! Ich bitte dich! Halt den Rand! Lasst mich los! Lasst mich gehen!
Sei still! Wir haben gegessen, getrunken, gekämpft! Und ihr bringt mich um! Ich bin einer von euch! Das warst du mal. Jetzt nicht mehr. Was hat er getan? Was geht dich das an, verfickt nochmal? Nicht dein Bier, Kumpel. Na, liegen die Nerven blank. Warum denn? Bist du taub? Raus hier, Scheißmutant! Ich will nur wissen, was hier eigentlich los ist. Das erfährst du aber nicht. Verpiss dich! Ich gehe, sobald ihr es mir sagt. Was bist du für ein Dornstrauch im Arsch? Ataman hat befohlen, ihn zu töten. Da hast du die Antwort. Zufrieden? Jetzt verpiss dich. Wir haben zu arbeiten. Warte. Olgierd will ihn tot. Aber warum? Das weiß ich nicht. Was geht's dich denn an, verfickt nochmal? Gar nichts. Reine Neugier. Der Schwanzlutscher hat unseren Ehrenkodex verletzt. Dafür gibt's nur eine Strafe. Den Tod. Was ist hier los? Noch nicht fertig mit ihr. Ich bin das Geschrei langsam leid. Ah, Geralt. Du bist also fertig in der Kanalisation. Oder warst du noch nicht? Du hast Vater getötet! What the fuck? Ey. Nicht ich. Bruder, du hast da ein Messer im Rücken. Der Mann hat ihn getötet. Helft ihm, so helft ihm. Alleine und ohne mein Wissen. Weil dein Vater uns das Gastrecht verweigert hat. Alter, wieso stirbt er nicht? Wegen dieses Bruchs unseres Ehrenkodexes ist der Mann jetzt hingerichtet worden. Kann ich sonst noch was für dich tun? Alter. Bringt sie weg. Was geht bei dem? Unsterblich oder was? Highlander. Kopf abschlagen. So töte man einen Highlander, das habe ich gelernt. Das weiß ich. So, wo waren wir? Alter, Latz. Ist dieses Theater wirklich nötig? Bah, Theater. Komm schon. Man muss einen gewissen Wahnsinn an den Tag legen, um sich lebendig zu fühlen. Du weißt, was ich meine. Das sagt jedenfalls das Mal in deinem Gesicht. Hab das Biest getötet. Dann sind Glückwünsche angebracht. Eine Belohnung. Such dir auch etwas aus dem Anwesen aus, falls noch alles verbrannt ist. War der Kampf hart? Hab ihm den Bauch aufgeschlitzt und es wurde zu einem Menschen. Du wusstest, dass das passieren würde? Klar doch. Sonst hätte er dich da nie reingezogen. Gaunter Odin. Gekommen, um zu verleumden? Nein. Gekommen, um Schulden einzutreiben. Du weißt, dass du zuerst... Ja, dass ich drei Forderungen erfüllen muss. Mit der Hilfe meines Stellvertreters und Champions Geralt von Riva. Nicht so schnell. Ich habe mich zu nichts verpflichtet. Aber das wirst du bestimmt tun. Wusstest du, dass es Olgierd war, der den Prinz der Ophiri in die Kröte verwandelt hat? Das hat er nicht erwähnt? Dann will ich es tun. Die Geschichte ist wirklich packend. Olgierd liebte einst ein schönes Mädchen namens Iris. Doch ihre Eltern erwählten den Kronprinzen von Ophir für sie. Olgierd entwickelte großen Hass auf ihn. Zuerst wollte er ihn umbringen. Dann fand er das zu einfach. Stattdessen verfluchte er den Prinzen zu einem niederen Leben im Leib einer Kröte. Und als er sich am Leid des Prinzen satt gesehen hatte, beschloss er, die Sache zu beenden. Durch dich. Sag mir, Odin, wer soll meine letzten drei Forderungen erfüllen? Mein Assistent. Geralt. Dann scher dich weg. Ich will dein Gesicht nicht länger ertragen, als ich muss. Der Typ scheint voll die Macht zu haben, Mann. Was geht? Der Odin. Übelst geil. Ich will wissen, was mit dem Typen so los ist, Mann. Komm. Wohin? Zum Stall. Meine Männer bereiten unsere Abreise vor.
Aber was ist jetzt mit diesem Olgierd? Warum stirbt er nicht, wenn er ein fucking Schwert im Rücken hat, Mann? Fragen über Fragen, ey. Ich muss die Frage wohl direkt stellen. Was soll ich für dich machen? Lass mich nachdenken. Geile Frisur, aber... Wir haben gerade kein Dach über dem Kopf. Vielleicht fangen wir damit an. Bring mir das Haus von Maximilian Borsodi. Sein Haus? Warum denn so überrascht? Ich muss doch irgendwo leben. Was soll das bedeuten? Bist du von Sinnen? Willst du ein dreckiges Pferd reiten? Geh mir aus den Augen, Kerl. Weißt du, was Wladimir mit dir täte, wenn er das sähe? Ja. Wladimir? Mein Bruder. Es gab Tage, da stank er wie 3 Tage alte Fußlappen. Aber sein Pferd war stets paradetauglich. Ach, beim Zechen war Wladimir konkurrenzlos. Leider feiert er nicht mehr viel. Finde ihn darum und bereite ihm die Sause seines Lebens. Das ist meine 2. Forderung. Gut, ja, das scheint geil. Machbar. Was ist die 3? Erledige erstmal diese 2. Dann reden wir weiter. Wo finde ich dich, wenn ich mit ihnen fertig bin? Ich weiß nicht, welchen Zeitvertreib mein Trupp für mich plant. Sagen wir, in der Taverne zur Alchemie in Ochsenfurt. Schön, wir sehen uns dort. Alles klar. Der Bruder dürfte kein Problem sein, aber das Haus? Wie soll ich ihm ein Haus bringen? Das Gegenteil trifft zu. Das Haus sollte dich nicht betrüben. Der Bruder umso mehr. Olgierds Bruder, warum ist er ein Problem? Er ist tot, fürchte ich. Seit vielen Jahren. Na, von Nekromantie war nie die Rede. Nekromantie ist nicht die einzige Möglichkeit, eine Seele zu rufen. Du brauchst so ein altmodisches Ritual wie eine Blutbeschwörung. Also habe ich die Wahl zwischen Pest und Cholera. Außerdem brauche ich das Blut des Herbeizurufenden. Blut, schon. Aber nicht unbedingt das des Herbeizurufenden. Hier. Wo hast du das her? Geralt, Geralt, Geralt. Du bist aber auch neugierig. Nimm an, dass es von Everick Blut ist und mach weiter. Und wo finde ich diesen Wladimir? Geralt, ich kann nicht alles für dich tun. Benutz dein Hirn. Die von Everick sind hier wohl bekannt. Du musst jemandem begegnet sein, der von ihnen gehört hat. Die bezaubernde Rotschopf-Doktorin vielleicht. Du weißt schon, von wem ich spreche. Borsodis Haus. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihm das bringen soll. Der einzige Borsodi, den ich kenne, betreibt in Ochsenfurt ein Auktionshaus. Ich hörte davon. Meine Schwerter wären da fast mal versteigert worden. Aber da fand die Auktion in Novigrad statt. Sie müssen umgezogen sein. Vielleicht kommst du dazu, sie nach dem Grund zu fragen. Gut, ich gehe hin. Und dann? Woher soll ich das wissen? Vielleicht findest du dort Inspiration. Oh, und nimm genug Geld mit. Das könnte dir noch dienlich sein. Es ist wohl Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Etwas Enthusiasmus, Hexer. Du könntest dich auch einfach amüsieren. Ja, ich kann's kaum erwarten. Wo finde ich dich, wenn ich Hilfe brauche? Dann finde ich dich. Das ist ein Argument. Viel Glück, Geralt. Alright. So, ich schätze, jetzt haben wir mal ein bisschen Luft, um vielleicht auch mal eine Nebenquest hier an den Start zu bringen. Sesam, öffne dich. Wäre auch noch eine Hauptquest. Das sind alles Level 33, 34, das passt ja noch soweit. Ich habe doch hier irgendwo... Jawohl. Verzauberung Qualität hat ihren Preis. Finde eine Spitzhacke. Ach ja, das ist auch für den Runenschmied, genau. Das machen wir jetzt mal, würde ich der mal sagen. Heult. Das machen wir doch jetzt mal direkt hier. Mal sehen, wo wir hin müssen. Schauen wir mal. Ah, CC, pflegen.
Auf jeden Fall, bis jetzt erster Eindruck von dem Add-on. Wahnsinn, Hammer. Finde ich krass, dass das jetzt, soll ja anscheinend, wie gesagt, 10 Stunden gehen und das ist halt alles irgendwie so, wie soll ich das beschreiben, in das Add-on reingepresst worden, die ganzen coolen Quests. So, wo ich bei The Witcher, keine Ahnung, eine Woche gebraucht habe, sind die ganzen coolen Quests irgendwie am Ende gekommen. Und jetzt sind hier alle coolen Quests in 10 Stunden verpackt. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie schon, oder? Eigentlich nicht. Egal. Hey, Bro, what's up, man? Want to have a kiss? In your butt? So ein Scheiß. Ah, Spitzhacke. Besorge einen Brockenjade. Offenbar gibt es einige kleine Jadevorkommen nordöstlich von Novigrad. Ich sollte dort mein Glück versuchen. Das machen wir. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Und so machen wir das. Jadebrocken. Oh, das sind bestimmt mies die Gegner am Start. Ist egal. Was mich aber interessiert ist, wie zur Hölle level ich jetzt eigentlich noch, ohne dass ich dann im weiteren Questverlauf hier Stressprobleme kriegen könnte. Ich muss doch irgendwie mich noch ganz normal cool hochleveln können, dass es alles voll chillig für mich wird. Das ist auf jeden Fall mein Ziel, aber wie mache ich das ohne Quests? Wie soll ich mich dann noch leveln? Diese scheiß Fragezeichen auf der Karte bringen einem gar nichts. Also was machen Sachen? Kann mir das jemand sagen? Was machen Sachen? Aha, ist das der Jadebrocken? Nein, hier war was rot. Hier gibt's nicht viel Jade zu holen. Ich muss mich weiter umsehen. Ah, das schreit förmlich nach einem Gegner, der wieder auf mich zukommen wird. Das ist doch alles so durchschaubar hier. Komm schon! Ja, und da vorne sind noch schon die Gegner. Ohne Scheiß. Führt direkt in die Höhle. Oh, what the fuck, man? Was ist das hier? Oh Gott. Die brennen bestimmt gut. Der Beste ist Spinnen. Alter, bleib doch mal stehen. Irgendwie greifen die nicht an. Irgendwie greifen die nicht an. Pfui, Spinne. Kann ich da mal drauf scheißen irgendwie? Oh, hey, was geht? Oh, ihr Pisser. Meine Fresse, was für Scheißspinnen. Ey, Leute. Mein Schwert ist schon wieder kurz vorm Zerstören. Kurz vorm Zerstören. Kurz vorm am Kaputtgehen. Scheiße, Mann. Direkt wieder, wenn ich in der Höhle drin bin. Alter, latz ich. Oder habe ich da was zufällig dabei? Scheiße, ich werde es nie angewöhnen, mir einfach mal was mich vorzubereiten auf die ganze Kacke hier, ey. Ich hoffe, es kommt wenigstens nicht so eine Spinnenkönigin oder so. Wird mich voll abfucken jetzt. Ich will jetzt hier die Quest machen und mich nicht um eine Spinne kümmern. Dann wollen wir mal etwas davon abbauen. Ja, sehr schön.
Heben wir uns die Spinne für ein andermal auf. Ja. Und wohin damit? Wo hast du den Brocken hingepackt? Hm, ich sehe keinen Rucksack. So, schnell weg hier aus der Scheiße. Hey, 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 hey. Was ist da los? Ey, ey. Wagst du es, meine Plötze anzupacken, du Drecksviech, Alter. Komm, Baby, alles gut. Papa ist da. Lass mal verpissen von hier, ey. Und vor allem brauche ich jetzt mal einen Waffen- bzw. Rüstungsschmied. So, wo müssen wir hin? Okay, am besten zum nächsten Punkt. Oh. Ich war gerade wieder so ein bisschen geflasht von der coolen Landschaft. Ich habe gar nicht aufgepasst, wo ich überhaupt schon wieder hinreite, ey. Typisch ich, ey. Grafisch. Grafik. Wie heißt das Wort jetzt? Fetischist. Ein Grafikfetisch. Ja. Jetzt aber mal hier. So, wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit in das Ganze reinbringen. Wo ist denn hier eigentlich jetzt mein Rüstungsschmied? Das war der Runenschmied. Also ich kurz hier extra nach ja, ich glaube, ich gehe kurz hier nach Novigrad. Und lass mal kurz mein Zeug reparieren, das muss halt sein, kurz. Und dann überliefere ich dem Runenschmied mal den Brocken Jade und die Spitzhacke und dann mal sehen, ob er endlich mal was für mich macht. Ich habe ihn dann schon bezahlt hier für, mit 5000 Kronen und er hat noch nichts für mich getan. Ein mieses Geschäft, was ich abgewickelt habe. Das kann ja nicht so angehen. Müssen wir gleich mal regeln hier mit ihm. Du siehst mir äußerst verdächtig aus. Ja, ich bin verdächtig. Piss dich. Piss dich. Ich hab's immer eilig, Mann. Das müssen sie doch mittlerweile wissen, ey. Ey, yo, was geht ab? Kennst du mich noch? Grüß dich, Ape Herr. Grüß dich, Gear. Würdest du was anfertigen? Beziehungsweise reparieren? So, alles jetzt. Und gleich mal ins Handelsfenster mit ihm. Wo ist es? Hier ist es. Na, so. 6000 hat er noch. Alles weg jetzt. Immer schön aufpassen, dass ich mich nicht verklick. Alles schon passiert, alles schon gesehen. Die fand ich eh hässlich, weg damit, hässlich, weg damit. Weg damit, alles weg hier. Ich kann den Scheiß nicht mehr sehen langsam. So, Stiefel, Stiefel. Aber komm, scheiß drauf. Und der hat keine Kohle mehr, ach Gott, ach Gott. Okay, kaufen wir uns mal ein bisschen hier. Ach ja, wenn wir schon dabei sind, eigentlich mal wieder eine neue Armbrust vielleicht. Gibt's gerade was im Angebot? Leider nicht. So, Schaden plus 6 und was war das hier? Plus 6. 20 Silberschaden, 15 Rüstungsdurchbohrung. 20 Silber, 15 Rüstungsdurchbohrung, das ist genau verkehrt herum. Explosiver Bolzen oder Präzision. Komm, scheiß drauf. Oh, so viele doch nicht. Das war genau der Fehler, den ich jetzt damals im Hauptspiel gemacht habe. Ihr seht jetzt gerade hier, das war schon vorgefertigt auf 24.000 Kronen.
Und habe ich mich total verklickt. Ich dachte, das steht bei, weiß ich nicht, was ich damals gedacht habe. Ich habe auf jeden Fall direkt einfach X gedrückt und habe dann mein ganzes 30.000 Kronen hier, die Dinger gekauft, die Bolzen. Naja, so ist es manchmal, wenn man sich einfach nicht richtig aufpasst. Alter, heute habe ich ja richtige Sprachbarrieren im Schädel, sag mal. Kann ich mal richtig labern hier heute, was geht? Ich glaube, ich muss mal eine Runde pennen. Das kann alles weg, das kann alles weg, der Scheiß. Ich brauche hier nichts mehr von. Naja, so, jetzt wollte ich aber hier eigentlich gucken wegen Reparatur und so. Reparaturset. Was hat er denn hier? Anfänger, Gesellen und Meister. Gesellen macht 40%, Meister macht 90%. Jo. Wisst ihr was? Wir kaufen einfach alles jetzt hier. Alles. Was? Folge den Hinweisen auf der Karte, um Hexerausrüstung zu finden? What the fuck? Gut, halt in Notizen. Was sind das denn für Notizen hier? Es gibt eine Karte, um Hexerausrüstung zu finden. Alter, das habe ich noch nie gesehen. Ist es jetzt seit dem Add-on so oder was? Alter, wie asozial. Das hätten sie doch schon viel früher machen können. Wie habe ich mich immer gestresst gefühlt, Alter, den Scheiß zu suchen. Puh. Hat mir auch Google viel geholfen, das muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich habe alle Teile damals nicht gefunden gehabt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war die... Was war es denn? Hier, die Katzenrüstung. Da habe ich auf jeden Fall gegoogelt, weil ich wusste überhaupt nicht, was ich eigentlich machen soll. Mann, wo sollte ich denn da hin? Und jetzt gibt's hier eine Karte. Lustig. So, ich kaufe hier noch so ein Schema von Reparaturset. Dann kann ich das auch mal selber erlernen. Die Fähigkeit ist natürlich nicht schlecht, nicht verkehrt. Das Gesellending kaufen wir auch noch davon. Und, ja. Mal gucken, wo haben wir das dann jetzt? Ah, okay, hier unten bei Werkzeug. Ja, guck mal, so viel... Perfekt. Was ich hier schon an Gegenständen schon habe für das Reparaturset, können wir direkt herstellen. Ah, das ist perfekt, ey. Das ist perfekt. Kann man gleich mal ein paar herstellen hier, was geht. So, was hat er das war? Oh, jetzt habe ich es nicht angeheftet. Hätte ich mal machen können, egal. Das war doch... Was war das? War das das hier? Oh, ich bin ein Spast, ich weiß es nicht. Nein, hier, Quatsch, das war's. Lederstücke waren's. Aber für das Meisterding war es das hier, glaube ich. Was fehlt mir hier? Ja, das war das. Ich sehe, ich hab's doch gewusst, also lag ich doch gar nicht so verkehrt. So, jetzt machen wir hier noch ein paar Meisterdinger und dann ist endlich mal Ruhe und ich habe endlich mal ein bisschen Luft, ey. Muss ich nicht mehr ständig hierher rennen und mich irgendwie heilen und reparieren und so weiter. Das ist ja auch unfassbar, wie oft das jetzt vorkommt in dem Add-on hier. So, komm jetzt, lass mal weitermachen jetzt. Sodele. Das war's. Ist da. Schema Gesellenwaffenreparaturset, ja. So, was ist jetzt hier eigentlich? Was habe ich denn jetzt hier? Diese Karte will ich mal abchecken. Ich muss es jetzt wissen, was es damit auf sich hat, echt. Welche waren das jetzt? Hä? Hä?
Oder ist die dann einfach schon auf der Hauptkarte markiert oder so, der Bereich, wo ich suchen muss? Könnte natürlich auch sein. Ah, Wolfsschulenausrüstung. Oh! Oho, hoho, hoho! Ohohohohohohoho! Wolfsschulenausrüstung. Lohnt sich das? Ich denke mal schon, oder? Also niedriger Low-Level kann es ja wohl nicht sein, wenn es hier in dem Add-on jetzt erst aktiviert wurde. Das ist ja nice. Schema zur Verbesserung der Wolfsschulenausrüstung Teil 1. Nice. Und Teil 5. Du siehst mir äußerst verdächtig aus. Und Teil 4. Und die 3. Nein, die 3 nicht. Komisch. 1, 4 und 5. Merkwürdig. Der Sache sollten wir auf jeden Fall mal auf den Grund gehen, aber ich würde mal sagen, im nächsten Part dann erst. Jetzt erledige ich noch auf jeden Fall hier die Quest für den Runenschmied. Und falls ihr nicht schon eingeschlafen seid, weil der Part ist hier diesmal ein bisschen uninteressanter, dann würde ich sagen, dass ihr euch auf den nächsten Teil freuen könnt. Wie's aussieht, hast du mein Geld ja gut eingesetzt. Die Rückkehr in meinen Beruf. Du weißt ja nicht, welche Freude das bringt. Danke. Keine Ursache. Wie läuft's mit der Arbeit? Mehrere kleinere Runen habe ich schon angefertigt. Zum Üben. Aber es macht mich traurig, dass meine Werkzeuge und Zutaten für Besseres nicht ausreichen. Ich hatte Glück und habe etwas Jade gefunden. Hier. So danke ich dir. Wenn du es wünschst, lade ich dich ein, meinem Handwerk beizuwohnen. Puh. Der Runenschmied kann deine Gegenstände mit Runenwörtern und Glyphenwörtern verzaubern und ihnen neue mächtige Eigenschaften verleihen. Killer! Rufe zum Verzaubern das Verzaubernfenster auf. Okay. Ja, komm, Alter, der Bruder wird auf jeden Fall supported, Mann, was geht? Hier ist mehr Geld. Holst du davon bessere Ausrüstung? Danke tausendfach. Zu gütig bist du zu mir, wahrhaftig. Deine Arbeit ist das Geld wert. Auf jeden Fall. Er hat es wirklich verdient. Er soll jetzt mal irgendwie was von mir aufwerten. Ich will mal sehen, was jetzt geht. Deine Arbeit, das sieht man gern. Oh ja. Ich habe passende Werkzeuge in Auftrag gegeben, bei Novigrader Handwerkern. Einiges hat es gekostet, aber jetzt kann ich wieder richtig loslegen. Neue Runen, Glyphen und Schemata habe ich angefertigt. Anschauen solltest du sie dir. Vielleicht gefällt dir ja was. Auf geht's. Zeig her den Shit, Bruder. Beste Ware vom Crystal Koch. Dich hält jetzt also nichts mehr zurück. Vom Herstellen meisterlich gefertigter Runen. Ich brauche noch wesentlich mehr Geld dafür. Leider. Alter, willst du mich verarschen oder was? Ey. Okay, komm, ey, was geht, Alter? Ich habe noch etwas Geld für dich. Das sollte dann reichen. Für Werkzeuge reicht es. Aber seltene Zutaten bräuchte ich... Nein, kommt nicht in Frage. Zeig mal, was ich für mein Geld kriege. Ohne Scheiß, Alter. 20.000 jetzt in den Typen investiert. Das langt jetzt wirklich mal, ey. 5.000 letztes Mal. Zum. Jetzt habe ich alles, was ich benötige. Sicher. Meine laufenden Kosten sind gedeckt. Und seltene Steine brauche ich nicht mehr. Fast zu schön, um wahr zu sein. Ein Fass Wein aus meiner Heimat habe ich noch. Wir sollten auf unseren Erfolg anstoßen. Prosit! Für deine Hilfe danke ich dir. Meine neuesten Werke möchtest du vielleicht sehen. Dies kannst du gerne tun. Ja, dann zeig mal den Shit her endlich. Ich würde gerne einen Blick auf dein Angebot werfen. Hat er jetzt meine Kohle? Nee, okay. Er hat jetzt wirklich ausgegeben für sein Zeug.
Das wollte ich überprüfen. Ja, können wir noch irgendwas verkaufen hier an ihn? Weg mit dem Sattel. Ach, das sind dann die sogenannten Glyphen oder was? Ich könnte jetzt mal nicht mehr sagen, ob es auch im Hauptspiel Glyphen gab. Ich könnte es gerade echt nicht mehr sagen. Mir ist so, als wäre das... Aber ich glaube es irgendwie auch auf der anderen Seite nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, also dann... Ne, jetzt gehen wir hier direkt mal ins Handelsfenster. Verzauberung. Ins Verzauberungsfenster, meine ich. Schauen wir uns das mal jetzt hier an. So, du kannst Gegenstände mit Runenwörtern oder Glyphenwörtern verzaubern. Diese Wörter können nicht zugleich mit einzelnen Runen oder Glyphen verwendet werden. Okay. Wenn du einen Gegenstand verzauberst, werden aktuell eingesetzte Runen oder Glyphen zerstört. Ist auch okay. Hier werden Gegenstände angezeigt, die mit Runen und Glyphenwörtern verbessert werden können. Sich also verzaubern lassen. Es können nur Gegenstände mit 3 Aufwertplätzen verzaubert werden. Aha, okay. Dies ist die Liste von Verzauberungen, die bei bestimmten Gegenständen angewendet werden. Okay. Hier erscheint eine Beschreibung der ausgewählten Verzauberung sowie die Kosten. Ah, okay, das setzt sich dann aus den Runen zusammen. Okay, okay. So, Verzauberungen haben verschiedene Stufen. Zum Verzaubern eines Gegenstands musst du deinen Runenschmied aufsuchen. Ne, ist klar. Verzauberungen auf der Liste können hinzugefügt, entfernt oder gefiltert werden. Ist auch okay. Ja, sehr cool. Ja, dann geht noch gar nichts hier, wa? Geht noch gar nichts hier. Besänftigung, wo kann ich das draufwichsen? Auf welches? Auf das Bärensilberschwert. Ja, ich denke, ich habe das noch eine Weile. So, Boni von Rüstungsschmied. Was? Rüstungsschmiedetischen und Schleifstein sind dauerhaft. Aber auf jeden Fall, her damit. Wow! Und Besänftigung. Haben Adrenalinpunkte ihren Höchstwert erreicht, nehmen sie stetig ab bis zum Wert 0. Bis dahin ist die Regeneration von Vitalität und Ausdauer erhöht, um die eigene Vergiftung schneller ab. Klingt auch nice, aber den kann ich ja jetzt Zauberwort. Was? Zauberwort bei Gegenstand verwenden. Wenn ich das jetzt mache, dann fliegt das Erhalten wieder weg, nehme ich an, oder? Ja, das war klar. Das hätte ich mir schon denken können. Okay, ja gut. Jetzt ist halt das drauf. Ist auch nicht schlecht. Besänftigung halt. Schauen wir mal, können wir noch was machen? Nee, nichts mehr. Aber Leute... Ich würde sagen, ich will jetzt noch viel mehr kaufen. Was ist hier? Fassung hinzufügen? Verstehe ich nicht, da ist nichts. Ich lese mich gerade so ein bisschen hier durch, was ich eigentlich hier machen kann. 5% Quenglyphe. Machen wir mal. Ich will mal eine davon haben. Jetzt gleich mal checken. So, hier wäre jetzt nichts. Und hier könnte ich auch nichts Neues machen. Check ich nicht. Für was habe ich jetzt die Glyphe gekauft? Was kann ich mit der machen dann? Check ich gerade nicht. Wofür habe ich die mir jetzt gekauft? Verbesserung wird in einer freien Fassung eines Ausdrucks. Also, aha. Also doch. Ja. Okay. Also dann kann man nur verzaubern durch ihn dann. Und zwar, wenn ich 3 Runen zusammenfügen kann. Wie zum Beispiel, schauen wir nochmal ganz kurz. Wenn ich jetzt auf das, sagen wir mal, auf die Rüstung. Oh, gewährt eine Chance von 30% einen Teil des erlittenen Schadens auf den Angreifer zurück. Ja, das klingt Wahnsinn, Alter. Das will ich haben. Da brauche ich eine große Quenglyphe und eine Glyphe der Verstärkung. So, dann kann ich das natürlich auch anheften. Das finde ich sehr schön. Gehen wir mal ins Handelsfenster.
Schauen uns das Ganze an. Und er hat beide. Hoffentlich auch für einen chilligen Preis. Mal schauen. Ja, wie wussten sie? Wieso werden die nicht so rot umrandet, wie sonst auch immer? Komisch. Naja. Normalerweise sind die doch immer so rot umrandet. Dann weiß man ganz genau, dass die jetzt, dass jetzt hier der Gegenstand ist. Na, was soll man machen? Sekunde, habe ich mir jetzt hier eine große noch gekauft gehabt? Nee, weil sonst hätte es mir ja das angezeigt. Ja, okay. Das war eine kleine. Na gut. Nicht genügend Münzen, ja, leck mich im Arschloch. Verkaufen wir das mal hier, oder? Weg damit! Den Scheiß kann ja hier keiner sehen hier. Laber nicht, Alter, wie viel kostet es? 2,3. Ne, 2,8. Was? 2300 und ich hab 2. Ich hab 1,8? Ach so, das ist. Oh. Also jetzt bin ich aber echt nicht mehr bei der Sache, Mann. Komm, jetzt hauen wir das noch hier weg. Oh, und noch was. Komm, das scheiß Artzeichen benutze ich sowieso nie. Weg damit. Jetzt aber. 2,8 habe ich, 2,3 kostet's. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. So. Und Sie sehen, ich kann es nicht machen. Warum nicht? Warum ist es rot? Ach Gott, Alter, da brauche ich auch noch 4000. Junge. Brauche ich auch noch 4000 Kronen dazu. Ey, der hat mein ganzes Geld, Mann. Ich kann doch nichts mehr machen jetzt. Es ist ja richtig abgewichst, ey. Was machen jetzt? Was machen Sachen? Ich krieg keine 4000 jetzt mehr hin, oder? Wenn ich die ganzen Runen verkaufe, das bringt mir gar nichts. Oder? Na, ich würde echt sagen, das bringt mir gar nichts, Mann. Ach was, hör doch auf, das bringt gar nichts, Alter. Okay, komm, dann müssen wir es beim nächsten Mal machen. Scheiß drauf, was soll ich jetzt an, was soll ich denn jetzt tun, ey? Es geht ja nichts. Danke, bis dann. Ja, Leute, über 50 Minuten, das heißt für mich, Part ist vorbei. Wenn ihr Spaß hattet beim Zuschauen, dann lasst mir doch mal ein Like da und dann ansonsten sehen wir uns im nächsten Part, wenn ihr Bock drauf habt. Habt. Leute, bis zum nächsten Mal, haut rein, peace.